Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 3 Part 7 Next Game Plus. Ja, beim letzten Mal haben wir ja hier das Großwildholz, wie ich es so liebevoll nenne, geschlagen und besiegt und ja, zu handlichen Stapeln verarbeitet, sagen wir es mal so. Ja. War auf jeden Fall jede Menge Holz und das ist jetzt zu Kleinholz verarbeitet worden, oder zu Sägespänen besser gesagt, also mit meinen Waffen hier. Ist das mittlerweile zumindest kein Problem mehr. So, gehen wir hier nochmal runter, obwohl ich noch nicht den Schlüssel habe. Ja, ich gehe erstmal kurz gucken. Gucken wir mal, was es hier so Schönes gibt, ob keiner guckt. So. Na, nur war da immer schon so ein Item? Ich glaube ja, ne? Ja. Und dann kam ja noch diese Riesenratte. Ey, treff die nicht, wa? Wow, Respekt, Feuerratte. Cestus, doch, das war hier, glaube ich, schon immer, oder? Ja, den Ring, Quatsch, Ring sage ich schon. Notwendigen Schlüssel haben wir jetzt noch nicht. Ja, jetzt kommen die Vorhut. Am schlimmsten finde ich ja, wenn die in Massen auftauchen, die Ratten. Was ist denn die große Sache? Ja? Ich bin schon gewundert, wo sie denn ist. So, Blutbissring, ja, den normalen, den Standard-Blutbissring gibt es hier. Also nach wie vor nichts Besonderes, aber ich werde trotzdem die Tür öffnen. Denn genau, dazu brauchte man keinen Schlüssel, sondern man musste die einfach nur öffnen. Genau. Ja, anders als beim vorletzten Mal oder so behauptet. Genau, da dachte ich ja, ich bräuchte hier einen Schlüssel, aber den Schlüssel brauchen wir unten. Na, das war ein kleiner Irrtum von mir. Na, also nicht, dass ihr euch wundert. Alles klar, ja, dann können wir hier in Ruhe, denn wenn wir den Schlüssel haben, kommen wir hier, erscheinen wir hier wieder beim Leuchtfeuer und dann können wir auch die Tür mit dem Schlüssel verwenden oder andersrum den Schlüssel mit der Tür. Genau. Alles klar, Leute. Na, dann geht's unumwunden weiter. Mal sehen, wie weit ich es schaffe. Also bis zum Pfad der Opferung auf jeden Fall. Dann würde ich ja gerne nochmal mit dem Hodrick kämpfen. Das wäre ganz cool, wenn er nochmal auftauchen würde. Aber ich nehme mal stark an. Aber jetzt kommt erstmal der Kleine hier. Komisch, die anderen haben wir jetzt gar nicht getriggert. Ob es hier was Neues gibt. Ja, der macht schon einen kleinen Ausfallschritt. Da liegt jede Menge, aber ich glaube, das lag letztes Mal auch schon am letzten Durchgang als Zwerg. Und jetzt holt er die Machete. Ja, soll Machete sein, ne? Sieht zwar mehr nach einer Säge aus. Eindeutig, also. Zwei Personen, Säge, Handsäge. Aber nein, es, wenn sie den Gegenstand droppen, dann ist es eine große Machete. Die, man als Stärke-Char benutzen kann. Werde ich wahrscheinlich auch mal zeigen mit meinem Stärke-Char, mit dem ich ja die, DLCs gerne angehen möchte. Wobei, ich bin mit dem Charakter jetzt hier aktuell auch nicht abgeneigt. Also selbst im Next Game Plus. Langsam fühle ich mich so, als wäre ich dem Spiel gewachsen. Also auch im DLC, obwohl natürlich da wieder andere Gegner auftauchen, die ich noch nicht kenne. Andere Bossgegner unter anderem natürlich auch. Und wer weiß, wie der Schwierigkeitsgrad sich da, oder wie es sich da mit dem Schwierigkeitsgrad verhalten wird. Ne? Ja. Obwohl, wer Bloodborne spielt, der hat da eigentlich keine Probleme mehr. Selbst ohne Schild zu spielen. Ja, hat er uns Blatt noch erwischt, der Hund. Ist doch wohl nicht wahr. Dann droppt doch wenigstens mal was hier. Immerhin haben wir Waffen, die mit Glück skalieren. Ah, jetzt haben wir was wiederbekommen. Oh Gott, ich habe kaum noch Heiltränke, ne? Und damit gegen diesen Vorreiterritter antreten, ist ja auch nicht so ohne, ne? Aber ich werde es auf jeden Fall probieren. Ich will mich jetzt einfach mal ganz so häufig treffen lassen und da treffen sie mich. War ja klar. So. Jetzt, drei Köderschilde. Na, davon haben wir inzwischen auch so viele, weil ich die noch nicht verwendet habe, ganz einfach. Nicht, weil ich nicht dazu kam, sondern weil ich keine Notwendigkeit sah. Obwohl es vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei meinem ersten Durchgang Sinn gemacht hätte, ne? Also,
da ich mich da wirklich sehr ungeschickt, drücken wir es mal vorsichtig aus, angestellt habe. Ja, das ist ja auch der Standard Flammenplattenring hier. So, ja, hier kommen wir noch nicht rein, um Irina zu befreien, aber Egon sitzt schon mal da. Ja, wie gesagt, das kennt ihr alles schon, sofern ihr dann meinen ersten Durchgang im Let's Play gesehen habt. Und ja, genau, da müssen wir dann da runter, dann kommen wir auch zu ihr. Aber das mache ich dann irgendwann mal so zwischendurch, falls man da Platz haben in der Folge. Könnt ihr schon direkt zum Riesen gehen. Vielleicht hat er jetzt auch einen neuen Gegenstand für uns. Nee, glaube ich nicht. Ja, es kommt... wer kommt da? Wer weiß es? Ich weiß es. Aber werde es jetzt mal nicht spoilern an der Stelle. Ja, aber auch das kennen wir schon, ne? Habe ihm ein extra Video übrigens gewidmet. Mit seiner kompletten Questline. Die habe ich mal auseinander dividiert. Und ja, war auch ein sehr aufwendiges Video für mich. Ja, ich gehe erstmal runter, oder? Ja. Kümmere ich mich erstmal um den schwereren Gegner. Von beiden. Ja, auch wenn jetzt der Riese nicht so direkt ein Gegner ist. So, hier sah es ja auch immer so aus, als wäre hier irgendwas in dem Raum. Ne? Das sieht irgendwie so bedeutungsschwanger aus, aber hier ist nichts. Ne? Leider. Rein gar nichts. Außer dahinter. Ah, ist dann dieser nette Ritter. Och, nee. Die mag ich echt nicht. Also die sind wirklich unangenehm. So, gerade später denn. Ne? Hab ich das Leben schwer gemacht. Zum Glück sind wir in dieser Position unsterblich in der Animation. Da dreist auf uns einschlagen, aber ich werde jetzt erstmal das Feuer entzünden. Falls wir dann doch bei ihm sterben sollten, haben wir denn nicht so einen langen Weg, ne, zurück. Und können uns dann aussuchen, ob wir denn zuerst zum Riesen gehen oder ihn nochmal bekämpfen. Falls wir es jetzt nicht schaffen sollten, weil ich glaube, der Typ ist auch resistent gegen Blutung. Aber wir werden das alles jetzt, im Ganzen werden wir jetzt auf jeden Fall vom Grund gehen, ja. Oh. Also den... Nee, er ist nicht resistent gegen Blutung. Nicht wie sein großer Kumpel, der Wort. Okay, das war er schon. Sehr geil. Haben direkt auch einen Trank zurückbekommen. Ja, das habe ich mir mal wieder viel schwieriger vorgestellt, als es letztlich war. Also wir sind hier wirklich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ich überlege gerade, ob ich die kostenlosen Level in Anspruch nehmen werde. Von unserem Magier. Bin mir nicht so sicher. Brauche ich im Prinzip gar nicht. Habe ich gar nicht nötig. Aber ich will nicht zu arrogant werden. Ach, verdammt. Das war ein Fehler. Also nochmal hoch. So. Weil den Fahrstuhl muss ich erst nach unten schicken. Damit denn der andere Fahrstuhl von oben kommt, ist quasi so ein Doppelfahrstuhl, ja. Dann machen wir durch. Okay. So geht's auch. Na, wann kommt der denn endlich? Das dauert ein bisschen. So, aber jetzt. Ab nach oben. Ah, Siegwart. Dann machen wir erst den Part mit Siegwart. Aber ich will trotzdem zunächst mit dem Riesen nochmal quatschen. Ein Schwätz gehalten. Jo. Eines Kriegers. Eines Besonderen. Aber was für einen des Kriegers, das habe ich jetzt nicht gesehen. Auf jeden Fall nicht nur ein normaler Krieger, sondern auch wahrscheinlich ein namenloser. Ich habe nur Krieger lesen können, dass es eine Kriegerseele ist, die wir gerade eingesammelt haben. Dieser Ausblick hier nach wie vor faszinierend. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. Quatschen wir nochmal mit ihm. Ich glaube, der hat nichts Neues für uns. Der wird doch dem. Ich helfe jederzeit. Okay, also das hat er sich gemerkt. Seit unserem letzten Durchgang, obwohl wir ihn besiegt haben, steht er uns noch bei. Okay. Ja gut. Beschweren möchte ich mich jetzt nicht. Oh!
Wieder ein dummer Tod. Ich dachte, da oben wäre noch was. Das sah so aus. Bis gleich, Leute. So, Leute, herzlich willkommen zurück. Nein, wie es aussieht, können wir hier trotzdem nur bei Siegwart nach wie vor abspringen. Denn, ja, wie wir festgestellt haben, wenn wir woanders abspringen würden, dann wären wir tot. War das hier schon? Ah, Lebensring plus 1. Yes, noch ein plus 1 Ring. Sehr, sehr cool. Packe ich auch wieder in den Titel oder wenn nicht, dann auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Hätte ich übrigens schon eher machen sollen, auch bei den Standardringen. Ne? Aber naja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Mhm. Reden wir kurz mit ihm. Ja, bis nichts mehr Neues kommt. Überlegt euch weiterzugehen. Ne, ist immer noch was Neues. Also Hitzkopf. Mhm. Okay. Ja. Die Gespräche sind hier sehr schnell erledigt. Das hat ja dann doch ein bisschen Zeit immer in Anspruch genommen, ne, beim ersten Durchspielen. Wie gesagt, falls ihr das alles nochmal sehen wollt, guckt euch gerne mein erstes Let's Play an. Ne, von dem ersten Durchgang auf jeden Fall. Nicht mein erstes Let's Play, also klar war es mein erstes Let's Play von dem Spiel hier, ne, von Dark Souls 3. Aber ich meine natürlich in erster Linie den ersten Durchgang davon. So. Okay. Was schießt er denn jetzt? Schießt er jetzt auch auf den hier? Okay. Auf jeden Fall hat er geschossen. Der macht jetzt auch. Der stürzt sich direkt auf Siegwart. Mach ich Chaosausdruck. Oh, fuck. Ja, ich mach Chaosausdruck. Wow, macht er einen Schaden. Yes. Versuch mal, ob das Vieh auch looten kann. Den treffen wir später nochmal, ne? Oder einen seiner Brüder. Auf den Charge-Effekt, ne? Total sauer. Was sieht Bart in Ruhe, du Hund? Au! Hä, der hat jetzt aber nicht, also keinen Schaden zugefügt. Oh, Siegwart hat jetzt den Rest besorgt. Okay. Wunderbar. Sind bei ihm auch nicht sauer. Okay, alles klar. Dann sprechen wir nochmal kurz mit Siegwart. Ja, obwohl es jetzt auch keinen Unterschied mehr macht, ob wir jetzt die Quest machen oder nicht. Die Gesten haben wir ja auch schon alle, sonst würden die jetzt auch angezeigt werden. So bekommen wir nur wieder einen Siegbräu, was wir auch bei den Krähen wieder eintauschen können. Da bekommen wir dann auch wieder ein paar besondere Gegenstände. Darauf gehe ich dann auch auf meinen gesonderten Part ein, die Questline betreffend von Siegwart, von Katharina. Na, hier ist auch bestimmt irgendwas, also... Weil hier war relativ wenig beim letzten Mal, weiß ich noch, beim ersten Durchgang. So. Zumindest könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass hier so der eine oder andere neue Gegenstand noch auf uns lauert. Okay. Cool. So schnell hintereinander wahrscheinlich eher nicht. Großkeule, ich glaube, die war hier schon. Definitiv. Na, hier können wir auch aufs Dach rauf. Und. Ja, das war doch die bleiche Zunge, genau. Und das hier war, glaube ich, die Nordmann-Rüstung, ne? Die Wikinger-Rüstung. Sozusagen Nordland. Ne? Nordland-Rüstung. Ja. Hier ist nichts weiter, oder? Doch nicht. Okay, im Gegensatz meiner Vermutung ist hier kein neuer Gegenstand zu finden. Obwohl, da leuchtet es auch so. So verdächtig, ja? Hm. Ominös, ominös. Ach, das können wir hier kaputt machen. Okay, aber nicht alles. Wäre auch ein tolles Versteck, ne? Für ein Item, letztendlich. Boah. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, auf jeden Fall. Aber so gemein sind sie nicht. From Software. Wenn sie einem doch dann und wann eine Falle stellen, aber so fies sind sie nicht, dass man dann Gegenstände nicht findet, einfach. Weil sie zu gut versteckt wären. Das ist eigentlich selten der Fall, sagen wir es mal so, ne? Da kann man schon mal das ein oder andere übersehen.
Aber das ist doch eher selten der Fall. Das meiste findet man ja denn doch selbst im ersten Durchgang. Obwohl dadurch, dass wir auch die ganzen, also alle Ringe nochmal finden quasi, die normalen, die Standardringe, nicht die plus 1, sondern die Standardringe, vermute ich fast, dass im nächsten Durchgang auch wieder die plus 1 Ringe zu finden sind. Aber wie gesagt, das könnt ihr mir gerne schreiben. Es ist für mich nach wie vor ein Rätsel und wird sich denn erst mit dem nächsten Durchgang klären. Das wäre natürlich sehr fair von den Entwicklern. Also verpasst man ja definitiv nichts. Ne? Und in den jeweils danach folgenden Durchgängen, dann wird natürlich das Next Game plus 7 und darüber hinaus werden die natürlich dann immer wieder auftauchen, ne? Die alle Ringe. Und so kann man das jederzeit schaffen, dieses Achievement. Ne? Das ist immer erreichbar, auf jeden Fall. Ja, so war es eigentlich bisher immer in dem Spiel. Selbst wenn man sich irgendeine Questline versaut hat oder dergleichen, konnte man das immer noch ausmerzen, diese Scharte, ne? Also mit dem spätestens halt mit dem nächsten Next Game. So. Ja. Stirbt er da unten? Ich hoffe mal. Lebt noch! Kann ja nicht wahr sein. So, hier tauchten, soweit ich mich erinnere, ja, Hunde auf, genau. Aber die meinte ich jetzt gerade nicht. Ich meinte die beiden Hexen. Ja. Den Hunden kann man zwar gut ausweichen, aber die zu treffen ist bald schwerer. Und hier war auch noch eine Kiste. Vorsicht vor Hinterhalt. Ja, ja, die schießen dann auf einen. Genau. Ach nee, die stürzen sich hinab, genau. Die halten halt nur eine Menge aus. Oh, ich spiele ja wirklich Ping-Pong mit mir. Oder Punching Ball. Könnt ihr euch aussuchen. Aber sie haben auch mit Blutung ein Problem. Ich habe noch nicht mal Kasus drauf. Puh. Boah, ist die aushalten. Unfassbar. Und droppen gerade mal eine kleine Seele. Ach so, jetzt habe ich nicht das menschliches Herz von das. Das war, glaube ich, gegen den namenlosen König sehr gut. Soweit ich das ja, herausfinden konnte. Also ich habe ja nicht alles gemacht. Ich habe ja nicht alle Buffs ausprobiert, alle Waffenbuffs bei dem namenlosen König. Aber ja, dadurch, dass das hier zwei sind. Oh oh, wenn die uns jetzt greift, haben wir ein Problem. Oh Gott. Okay. Oh, ich bin jetzt kaum hochgekommen, ja. Die haben eine sehr hohe Reichweite. Das war jetzt wirklich leichtsinnig. Puh, okay. Ja, alleine geht's dann doch besser, ne? Ja, einen Heiltrank haben wir auch wieder bekommen. Sehr nett, sehr nett. So, hier müssen wir sowieso aufs Dach. Oh. Weil die auch relativ blutresistent sind. Also wenn ich da an die Tänzerin denke, die hat da schneller geblutet. Muss man wirklich sagen. Ach, das hört sich alles so falsch an. Ich weiß, Leute. Aber es ist nun mal so, ne? Ihr wisst ja, um welchen Kontext es hier geht. Also insofern. So, jetzt können wir uns direkt nochmal umsehen, ob wir nicht vielleicht doch was übersehen haben. Was macht denn hier so einen Krach? Also das ist der eine Käfig da unten, der den Sturz überlebt hat. Klingt auch ein bisschen komisch. Ein Käfig, der den Sturz überlebt. naja. Nicht hier noch ganz genau. Also, hier sieht es auch so aus, als wäre hier vielleicht noch ein neuer Ring zu finden, aber nee, das ist nicht so. Da ist dieser Flünnring, ne? Flünnsring. Flünnsring.
Mal irgendwo runterspringen vielleicht. Findet man da noch was? Die Balustrade? Nee. Oder dahin? Nee, da könnte man, glaube ich, auch gar nicht hingelangen. Nee, überhaupt nicht. Okay, dann holen wir nochmal Flynns Ring. Was soll's, auch wenn wir den schon haben, aber wir können ihn immerhin für teuer Geld verkaufen. Hier kamen wir, glaube ich, nicht hoch. Nee, hier war nichts weiter. Nee, okay. Dann gehen wir direkt auf den Turm, oder? Was würdet ihr sagen, Leute? Ja, aber machen wir einfach mal. Mal sehen, vielleicht können wir hier noch irgendwo anders hinunterspringen. Da ist so ein Dachvorsprung noch, aber nee. So. Okay, hier noch was. Zeit für Springen, ja, ich weiß. Also wirklich. Man hat es doch mittlerweile schon mal durchgespielt, Leute. Man kennt das doch. Ah, hier ist jetzt was. Heimatknochen. Ne, ich glaube, die waren ja auch immer schon da. Ja, ich glaube, so viel Schaden nahm man hier nicht, ne? Oder? Gibt es da noch einen Zwischenboden? Nee. Ja, man konnte darauf und dann... Oh Gott, oh Gott. Oh, also der Fallschaden, könnt ihr mir sagen, was er wollte, der hat sich bestimmt erhöht, oder? Also es kommt mir definitiv so vor. Ja, das war ja auch immer schon. Das ist Wahnsinn, was man hier an Schaden schluckt, wenn man hier irgendwo runterhüpft. Ganz gewaltig, ganz gewaltig. Ja, hier ist nichts weiter. Freue mich schon auf den Clorinthy Ring 2. Den wir ja erst im nächsten X-Game bekommen. Ne? Der bringt dann doch ein bisschen mehr. Also da merkt man das dann jedenfalls deutlicher, ne? Wenn man wenn sich die Ausdauer regeneriert. Jetzt ist der Effekt ja noch so minimal bei unserem Ring, den wir aktuell haben. Ich glaube, bei plus 1 merken wir auch nicht, das noch nicht so. Außer wir würden jetzt noch den Graswappenschild dazu tragen, dann merkt man ein bisschen was, aber so. Ja, Leute, jetzt, oh Gott. Wo sind meine Seelen eigentlich? Die habe ich bei meinem letzten Tod gar nicht eingesammelt, kann das sein? Ja, das wird wohl so sein. Aber ja, daran merkt ihr halt, ne? Das ist mir halt gar nicht mehr so wichtig. Es geht hier überhaupt nicht mehr um die Seelen. Hat für mich hier gar keine Priorität mehr. Weil wir kriegen hier eh genug, ne? Also bei jedem Boss. Das ist einfach der Wahnsinn, was wir hier bekommen an Seelen. Interessant, dass mir das jetzt gerade erst auffällt, ne? Ja, ist ganz gut, dass man die aus ihrer Balance bringen kann. Das finde ich nach wie vor cool. Ja, schon wieder hier. Soll ich den Part schon wieder hier beenden an dieser Stelle? Ja. Sind wir doch nicht. Na doch, bis zum Pfad der Opferung bin ich gekommen, also zumindest bis zu dem Leuchtfeuer. Und ja, da sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Na Leute, machen wir es einfach so. Tja, und damit beende ich dann auch die Folge. Also dann lasst es euch gut gehen. Habt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Und über ein Däumchen nach oben würde ich mich auf jeden Fall auch freuen. Also dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Bye, bye. Ciao, ciao. Euer Chuck.